Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und tatsächlich habe ich mittlerweile so ein bisschen den Überblick verloren, welche Folge wir gerade haben. Ich nehme ja momentan im Voraus auf, aber da ich ja noch Challenge Time letzte Woche hatte und dann irgendwie vor der Challenge Time im Voraus aufgenommen habe und ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade für eine Folge ist. Ich schätze mal, dass das Folge 295 ist. Aber irgendjemand wird sich bestimmt schon beschwert haben, dass die Folgennummerierung totaler Quark ist, die ich in den Folgen ansage. Deswegen sage ich jetzt einfach Hallo zu einer neuen Folge. Ja, momentan ist das alles ein bisschen unübersichtlich. Wie gesagt, ich bin so hart am Umziehen gerade. Also was heißt hart? Eigentlich überhaupt nicht hart, sondern eher so fließend. Das macht alles ein bisschen schwierig, momentan zu planen, aber das kriegen wir schon hin. Fuck. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich mir vergessen habe, aufzuschreiben, von wem die Arado 234 bei Simple Planes ist. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich versuche gerade, ob ich das irgendwie noch finde. Mal kurz schauen. Nee, das ist es nicht. Ach, Kackies, ey. Das tut mir jetzt gerade so ein bisschen leid, muss ich sagen. Bitte, 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 ich find's jetzt gerade nicht mehr. Derjenige, der die gebaut hat, möge sich doch bitte mir melden. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat. Tut mir leid. So eine ganze dicke Leite. Aber dadurch, dass ich halt immer die Dinger kopiere und dann lösche. Und da war ich wohl ein bisschen schnell, da geht ein bisschen was verloren. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich da schnell was finde. Ob ich das, genau das Flugzeug finde. Nee, sieht nicht gut aus, Leute. Also bitte, der Ersteller möge sich doch mal melden. Das wäre super cool. Tut mir leid, dass ich das verbockt habe. Ja. Also, Arado kennt vielleicht der ein oder andere. Es war der erste, ich sag mal. Warum hat das Ding kein Fahrwerk? Es war der erste strahlgetriebene und auch in Serie mehr oder weniger produzierte Bomber, der jemals auf der Welt eingesetzt wurde. Und er hat wirklich kein Fahrwerk. Was ist das denn? Das ist nicht so gut. Und ja, war eine ganz coole Sache, wobei das hier nicht die allererste Version ist. Ich weiß jetzt nicht, was da für eine Seriennummer drin steht, aber die normale Arado hat hier von diesen Triebwerken halt nur eins. Das hier ist eine spätere Version, glaube ich. Und ja, Arado 234 war eigentlich eine ganz coole Kiste. Die hatte nur einen Nachteil, also beziehungsweise was heißt Nachteil? Die Deutschen haben sie schlechter gemacht, als sie hätte sein müssen, sagen wir es mal so. Denn das Ding hat die Bomben nicht innen mitgeführt, sondern außen, was halt saudämlich ist, weil das Teil dadurch sacklangsam geworden ist. Trotzdem hat das Teil gezeigt, dass eigentlich die alliierten Abfangjäger keine Schnitte gegen das Teil haben, aber dadurch, dass die Bomben außen gehangen haben, war es dann wieder doch so langsam, dass es dann doch nichts mehr gebracht hat gegen Kriegsende. Ich glaube, zum Stapel gelaufen ist das irgendwie Anfang 45 oder so. Ja, keine Ahnung, wie viele wurden davon gebaut. Ich glaube, irgendwie so um die 240 oder sowas. Oder 210 habe ich im Kopf. 210 oder 240. Irgend sowas. Aber kriegsentscheidend war es dann halt logischerweise nicht mehr. Das Ding hier fliegt ganz schön gut, muss ich sagen. Ziemlich wendig. Das Problem ist, ich würde es gern landen. Aber das kann ich mir wohl die Haare schmieren. Ich versuche es trotzdem mit dem Bauchplätscher zu landen. Das können wir aus Simple Planes mittlerweile echt gut. Nicht Simple Planes, War Thunder. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Da muss ich mich gerade auch so ein bisschen beim Seres entschuldigen, aber das mache ich noch per WhatsApp ein bisschen früher, weil wie gesagt, sonst würde ihr, also die Folge seht ihr ja quasi über eine Woche später, als ich sie produziert habe. Ich bin momentan quasi komplett aus meinem Leben ausgeschieden. Wie gesagt, arbeiten momentan, dann für die Wohnung Sachen machen. Heute hatte ich Versicherungstermin, dann muss ich meinen Scheiß packen, dann muss ich meine Steuererklärung machen. Also momentan ist ganz schön viel los bei mir.
alles ein bisschen stressig. So. Aber das war ein schönes Teil. Und bitte, bitte, bitte der Erbauer melden, dass ihr ihn mit Lob überschütten konntet. Ich finde es ganz cool, gefällt mir. So, als nächstes haben wir vom Bird of Steel eine C19. Das ist ein kleiner Bomber. Deswegen, also momentan bin ich auch mega verwirrt teilweise. Also wenn ich irgendwie ein bisschen Scheiße baue bei irgendwas, bitte nimmt es mir nicht übel. Irgendwie gerade alles ein bisschen viel für mich. Aber ja, ich denke, dass der Umzug nächste Woche, also diese Woche, also wenn ihr das jetzt gerade seht, diese Woche, größtenteils abgeschlossen sein wird. Und ja, dann hoffe ich, kann ich euch bald aus meinem neuen Büro begrüßen. Aber das, ja, das muss ich jetzt dann tatsächlich auch mal aktiv in Angriff nehmen. Das Problem ist allerdings, dass ich halt meinen Schreibtisch mitnehmen muss. Und wenn mein Schreibtisch in einem Auto ist oder irgendwo gerade aufgebaut wird, kann ich halt nicht aufnehmen. Und ohne Internet in der neuen Wohnung, das gibt es ja erst irgendwie ab dem 24. Also für euch diese Woche, für mich ganz spät nächste Woche. Dann, ja, dann kann ich halt erst auch hochladen und so. Bin halt mal gespannt übrigens, wie es Internet wird. So, und ich will mit dem Ding mal versuchen, ein Schiff zu killen. Machen wir mal Anflug auf die USS Beast. Mit 1000 km/h, ist ein bisschen schnell für das kleine Flugzeug. Naja, aber jetzt genug rumgeheult. Ich bin nicht der erste Mensch, der einen Umzug macht. Lol, 4 Stück? Wo? Aber anstrengend ist es trotzdem. Es wird auch demnächst eine neue Room-Tour geben. Allerdings muss ich dafür erstmal wieder in die Wohnung. Wir haben schon einiges getan tatsächlich. Also, schöner Treffer. Wir haben schon einiges getan. Also das meiste Zeug ist auch schon drin. Autsch. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch. Okay, Bomben kann ich so nicht abwerfen. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch Wohlfühlzeug und halt Zeug für mein Büro. Also Bett ist drin, Kühlschrank ist drin, Waschmaschine ist drin, Fernsehtischchen ist drin, Couch ist drin, alles drin. Nur halt noch kein Internet. So als nebenberuflicher YouTuber ist das schwierig. Aber bald kann es losgehen. Bombe. Bombe. Hallo, Bombe. Warum macht denn der nichts? Warum muss ich das erst aktivieren? Weißt du was? Dann schmeiße ich jetzt wenigstens dem Destroyer volleins in die Fräse. Miau. Fuck. Das war nix. Aber schönes Ding. Fliegt sich sehr gut. Gut, fliegt nicht ganz gerade raus, aber das hätte ich jetzt mit dem Trim noch ändern können. Ach, herrje. Und ich bin wieder so müde, ey. Die letzten Tage waren echt anstrengend. Gestern Abend war ich auch noch mit ein paar Freunden weg was trinken. Das macht es auch nicht gerade besser, wenn man ganz spät heimkommt. Und jetzt geht's weiter mit der JMXX von Pazan. Mit experimentellen, negativ gepfeilten Flügel. Das Ding sieht ziemlich geil aus. Das gefällt mir. Und während ich das gerade übrigens aufnehme, lade ich For Honor runter. Aber das dürfte für euch eh uninteressant sein, weil wenn ich eine Folge gemacht habe, ist sie eh schon hochgeladen, während ihr das hier seht, dieses Video. Ah, das Ding gefällt mir richtig nice, ey. Ist ein schönes Gerät. Schönes Gerät. Blinkelichtchen. Lol. Komische Nippellichtchen. Das ist ein sehr hübsches Flugzeug. Waffen hat es, glaube ich, keine dabei. Vermute ich. Zumindest jetzt noch keine Gruppe dafür gefunden. Nö. Aber das ist. Ah, da hat jemand Doppelflügelpaar gebaut. Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Seht ihr das? Jupp, da ist ein zweites Flügelpaar. Aber es ist auch ein interessanter Rumpf hier. Quasi so ein bisschen zwei Level eigentlich. Sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen.
definitiv ein Anwärter auf dem Thumbnail. Ist aber so lustig, wenn ich mir das überlege, so im Nachhinein. Ich sag das ja voll häufig. Ich suche ja quasi, während ich die Folge aufnehme, mir die Kandidaten raus, die ich dann, wo ich dann einen von aufs Thumbnail packe. Und ihr kennt das ja dann alles schon. Den Entscheidungsprozess, den verfolgt der ja quasi gar nicht mit in meinem Kopf, sondern der ist ja für euch quasi schon abgeschlossen. Aber ich bin jetzt gerade voll im Gange, das zu entscheiden, wer denn da letztendlich draufkommt vorne. Und das hier ist definitiv ein Kandidat. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Lol. Komm, wir versuchen es so lange, bis ich irgendwie anders starte. Geht doch. Erstmal ein bisschen Schub aufnehmen. So, dann können wir mal ein bisschen so noch gucken. Oh, das könnte ein schönes Bildchen werden. Gefällt mir. Das ist ein richtig schönes Bildchen. Das muss auch wahrscheinlich ganz schön lange gedauert haben, das Stück, oder? 2-3 Stunden. Aber gut, durch die negativ gepfeilten Flügel hat das manchmal so ein bisschen so, da schlägt es irgendwie so um. Aber das kenne ich selbst. Ich habe ja selber mal so ein Teil gebaut. Allerdings glaube ich damals sogar noch mit Propeller. Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder ein bisschen mehr bauen. Ich weiß nicht, würde euch das Spaß machen, wenn ich wieder mehr baue und ab und zu mal weniger zeige? Ist halt immer dann so eine Sache. Da beschwert sich dann bestimmt wieder, meins wurde noch nicht gezeigt. Ist voll lang her, dass ich es eingeschickt habe. Aber schreibt mal in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren, ob ich wieder mal bauen soll. Weil ihr richtig Bock drauf habt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Kiebitz. Ja, da hat wohl jemand die Taste 5 gemocht. Von Hedy. Da habe ich aus Versehen einen Schreibfehler eingebaut. Nature Photography. Und das ist eine Ersteinsendung. Und dafür finde ich es nicht schlecht. Ist doch ganz süß. Ein kleiner, schnuggeliger Doppeldecker. Die Form ist interessant. Ich bin gespannt, ob es fliegt. Irgendwie, für mich sieht es so aus, als könnte der Schwerpunkt ein wenig strange sein. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Oh, das ist sogar ziemlich gut gelungen. Der ist sogar sehr gut gelungen vom Schwerpunkt. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. War ein ganz nettes Teil. Hier mit einer Kamera vorne noch in der Nase drin. Oh, das sieht strange aus. Das sieht so ein bisschen... Alter, da kriegst du Kopfweh von. Huiuiui. Ich möchte nicht irgendwie Probleme bekommen, weil irgendjemand Epilepsie bekommt wegen der Kameraeinstellung, Alter. Da wirst du ja verrückt. Aber der fliegt echt gut. Aber das ist auch, das habe ich ja letztens schon ein paar Mal erwähnt, ihr dürft die Flugzeuge meiner Meinung nach nicht zu langsam machen, wenn ihr wollt, dass sie noch halbwegs ordentlich fliegen. Also der hat jetzt so 200 Meilen pro Stunde drauf, das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Das ist jetzt nicht krankhaft unrealistisch für einen Doppeldecker. Aber auch so schnell, dass der wirklich ordentlich fliegt. Und das ist ja wohl die Hauptsache bei Simple Planes. Dinger sollen fliegen. Na gut, geil aussehen sollen sie natürlich auch, aber die sollen vor allem fliegen. Und mit dem möchte ich jetzt mal wieder meine Special-Landung versuchen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, hier auf der Brücke. Wobei, man muss sagen, ich glaube, ich habe es auch erst 2-mal versucht oder 3-mal. Bei fast 300 Folgen kann man da irgendwie den Überblick verlieren. Oh, und jetzt ist mein Fuß gerade eingeschlafen. Ah! Unangenehm. Unangenehm. Ich hasse es, dieses Bitzeln, wenn der Fuß eingeschlafen ist. Ich hasse es. So, aber davon darf ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Ich möchte das Ding nicht in die Wand setzen oder an so einen Träger. So. Schub weg.
Wobei das bei Simple Plans immer so eine Sache ist. Ah, das Ding hat sogar Bremsklappen. Das könnte interessant werden. Das könnte hilfreich sein. Komm so ein bisschen schräg rein. Lag an der Kameraperspektive. Oh, der kommt gut, Baby. Der kommt gut. Nein, ich bin so ein Noob. Naja, ist auch eine Art der Landung. Ich hasse es. Ich bin nicht gut im Landen und ich werde es wohl auch nie werden in Simple Plans. Warte, da kann ich mittlerweile Simple Plans, ich werde es nie lernen. Ich wurde übrigens gefragt, wie viele Stunden ich auf Simple Plans mittlerweile drauf habe. Es sind im Vergleich zu unseren Meisterbauern hier, ist das natürlich nichts, aber es sind mittlerweile immerhin 208 Stunden. Ich finde das schon eine ganz ordentliche Zahl. Hab schon lange kein Spiel mehr gehabt, wo ich wirklich so viel Zeit rein versenke, aber ich spiele ja eigentlich nur den Nebenteil des Spiels. Bauen, das macht ja ihr für mich. So, als nächstes haben wir einen Panzerwagen von Adrian. Der sieht auch schon mal ganz schnieker aus. Der sieht auch aus, als könnte er eventuell schwimmen. So, schon mal kein Schub. Das ist gut. Das heißt nämlich, dass er mit WASD funktioniert. Daumen hoch. Ihr wisst, das ist mir wichtig. So, und jetzt gucken wir mal. Gruppe 1. Nach vorne schießen. Gruppe 2. Zur Seite schießen. Ah. Das ist natürlich... ihr wisst, wenn ihr was zum Drehen den Dingern da baut, immer Drehwegbegrenzer einbauen. Und die hätte ich tatsächlich voneinander unabhängig gebaut. Es sind da noch genug Gruppen übrig. Keine Ahnung, den hätte ich halt mit dem Regler und den hätte ich vielleicht mit dem Trimregler, wenn das irgendwie machbar ist, eingestellt. Oh, ich glaube, ich muss echt ins Bett, ey. Aber trotzdem, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, dass... Weiß nicht, ich schätze mal, dass das hier ein Panzerglasfenster ist, genauso wie hier vorne. Panzerglas ist schon crazy shit. So, ah, Licht ist an, habe ich gar nicht gesehen. Und ich will jetzt mal gucken, ob die Kiste geländetauglich ist. Sieht ganz gut soweit aus. Oh, fängt an zu hubbeln. Macht aber nichts. Ist ein Panzer, verdammt. Der hält was aus. Außer wenn man ihn auf den Kopf legt. Ah, nee, alles noch safe. Safe, alles easy. So. Komm, hubbel dich weiter. Ich habe das Gefühl, er könnte schwimmen. Ich finde, das ist so eine typische Amphibienfahrzeugform. Bin gespannt, ob ich es bis unten ins Wasser schaffe. Nicht explodieren. Alter, das Ding ist mega stabil. Das hast du YouTube gemacht, Adrian. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich mich hier festgebackt. So. Gerade werden und rein in die Soße. Okay, es ist eine Betonente. Schade. Aber ich will jetzt noch mal gucken, ob da eine Federung eingebaut ist. Also die die Räder haben ja auch eine eigene Federung. Die kann man ja einstellen. Oh, der Adrian hat übrigens sogar einen richtigen Radkasten gebaut. Nicht einfach nur irgendwie dran gepappt. Nee, der hat einen richtigen Radkasten gebaut. Das ist cool. Und zwar ziemlich passgenau sogar. Guck mal, da ist irgendwie, keine Ahnung, Zentimeter Platz dazwischen. Das hat er gut gemacht. Jupp. Die Räder haben Haben sie? Ich glaube, sie haben Federung. Aber gut, hier brauche ich... Also auf der rechten Seite brauche ich das Ding überhaupt nicht zu probieren. Darauf ist es auch überhaupt nicht ausgelegt. Also das wäre jetzt unfair zu sagen, ich fahre da jetzt rechts lang und dann sage ich, voll scheiße. Nee, aber dafür ist es ja gar nicht ausgelegt. Aber hier so, auf der Seite, könnte es schon packen. Würde ich jetzt mal behaupten. Der da könnte übel werden, aber ich werde es mal testen. Nö, alles gut. Gut, hüpft ein bisschen rum. Aber so what? Sollen sich die Leute innen drin halt anschnallen? Nö, nicht umgekippt. Das ist gut. Ein schönes Fahrzeug. Und schwerpunktmäßig, genau in der Mitte, alles gut.
Gut gemacht. Aber ich würde den irgendwie noch hier ein bisschen verbessern. Also mit dem MG ist das so, nee. Einfach den Drehweg begrenzen, dass man hier vorne das Periskop, was es vermutlich darstellen soll, nicht zerschrotet. Da wäre mir schon viel mit geholfen. Sehr gut. Und als letztes vom Mister, ich habe nichts zu tun, vom Master Kiryu, den Steel Wing Dragon. Mit freundlicher Unterstützung von Seras. Was soll man dazu sagen? Wie gesagt, nichts zu tun. Nee, das ist schon kranke Scheiße. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Kann man nichts anderes sagen. Wir gehen mal in die Eiswüste. Boah, wie geil das bei dem Licht auch gerade noch aussieht. Ohne Witz. Oder? Oder? Ah, oh, come on. Lul, was ist denn da gerade abgefallen? Vergiss es. Deine Mutti. Lul. Das sieht ja echt aus, als würde er Feuer spucken. Wie geil ist das denn? Legt euch nicht mit mir an. Habe ich gesagt. Der Lutscher. Das Ding ist mega der Shit, muss ich sagen. Die haben ja gar keine Chance. Gut, wenn die wirklich so gar keine Chance haben, dann reißen wir denen jetzt mal tierisch den Arsch auf, meine Freunde. Den reißen wir jetzt mal tierisch den Arsch auf. Ihr Penner. Da. Viel Spaß. Nein! Das wäre sehr, sehr dumm. Ja. Fuck. Diesmal haben sie mich erwischt. Gut. Aber das lasse ich mir nicht. Das lasse ich mir nicht hier fallen. Wir ziehen jetzt nicht den Schwanz ein. Wir gehen auf Konfrontation. Und kacken den mal so richtig vors Haus. Ja. Nix da. Wuhu. Okay, wo kam das her? Habe ich da eine Rakete übersehen? Moment, wir steigen von einem anderen Airport hoch. Wir gehen auf den Avalanche Airport, da habe ich einen besseren Anflugswinkel. Aber habe ich da gerade echt eine Rakete übersehen oder habe ich irgendein Flugmanöver gemacht, was der Drache nicht so toll fand? Was ich eher gerade glaube. So. Ich muss sagen, dieses Feuer von den Gatlins, das ist schon Premium. Das finde ich super geil. So. Dann heizen wir den Jungs mal ordentlich ein, ne? Wo ist es? Da ist es. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger abschießen kann, aber ich versuch's einfach mal. Jo, wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte, dass ich einfach den ihre verkackten Raketen zerschießen kann? So, ich weiß nicht, ob ich irgendwas getroffen habe, aber ich glaube schon. Ah ja, versucht's ruhig. Wir machen den nächsten Anflug. Da kommen sie, seht ihr sie? Aber wir sind ganz schön fix unterwegs. So. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwas abgeschossen habe. Auf jeden Fall habe ich nichts getroffen. Also gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt mit den Bomben ran. Das ist gerade ganz witzig, ey.
Wir haben gar keine Schnitte gegen meinen Drachen. So gar nicht. Die hat nicht gesessen. Die habe ich volle Möhre vorbeigeworfen. Vergiss es. Fuck. Okay, damit habe ich mich selber in die Luft gesprengt, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Ende für heute. Oder habe ich noch ein... irgendwas vergessen? Oh Mann, das wird super schwer, heute einen Thumbnail-Gewinner zu finden, weil das von Patzern fand ich auch richtig cool. Aber nee, das war's tatsächlich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Tschüssi! Oder auch nicht. Jetzt tschüssi. Keine Ahnung, Taste funktioniert nicht.